Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Wir haben beim letzten Mal hier eine kleine Stadtrundfahrt gemacht. Und ja, ich habe mir mal überlegt, wie wäre es, wenn wir heute mal probieren, so ein kleines Finale zu machen und mal schauen, wie sich da die Gegner so verhalten, um gegebenenfalls den Schwierigkeitsgrad noch hochzuschrauben. Deswegen würde ich einfach sagen, wir könnten entweder das hier machen, wir haben aber noch so ein paar andere Sachen gehabt. Die hatten wir vornherein ja schon gehabt. Was waren das nochmal? Goliath hieß das, glaube ich, ne? Das war, meine ich, hier drüben. Ja, genau. Horizon Festival Mexiko. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein Finale ist. Achso, das ist dieses Battle Royale. Genau, das haben wir freigeschaltet. Ja. Da hatten wir das Haus, ne? Aktueller Startpunkt. Schnellreise. Schade, müssen wir bezahlen für. Wir sind ja gerade so ein bisschen am Sparen. Dann würde ich, glaube ich... Oh, was ist denn das? Okay. So, mal gucken. Da ist noch ein Scheunenfund. Ja, Marathon würde ich tatsächlich dann machen, wenn wir da so ein bisschen mit abgeschlossen haben hier. Dann würde ich doch lieber das hier machen, glaube ich. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher. Es müsste rein theoretisch eins der Typen sein, die wir beim letzten Mal gefahren haben. Oder warte mal. Ich würde da jetzt rüberfahren, wenn ich nichts anderes finde. Guck aber gerade noch mal in Ruhe auf die Karte. Moment. Zeig den anderen Fahrern vor. So, wir sind fast da. Ich habe jetzt nichts anderes gesehen, gehabt. Ja. Ich bin eben durch den Dschungel gebrettert und da hat eine böse Spinne so ein Spinnenäffchen gemacht. Das ist kein Schaden. Das war ich nicht. Du hast dein Ziel erreicht. Der Goliath. Veranstaltung starten. So, Horizon präsentiert. Als Endgegner des Horizon Mexiko führt diese 54... Oh Gott. Warte mal. Ich habe jetzt eigentlich nicht vorgehabt, direkt sowas Fettes zu machen. Ich dachte, das wäre so ein Teilfinale. Das machen wir doch, der Marathon, oder? Mist. Aber hatten wir nicht hier oben noch irgendwas? Das habe ich nämlich eben gesucht. Ich meine, hier oben wäre noch irgendwas gewesen. Na gut, fahren wir schnell darüber. Genau. Ja, und das können wir dann auch später mal machen. Ja, ich fahre nochmal gerade darüber. Da machen wir eine extra Folge, der Goliath. So, da sind wir. Ich habe die 300 gerade geknackt auf der Autobahn und oder auf dem Highway. Und da vorne sind wir. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das sowas ist. Ich habe auch gesehen, wir hatten noch ein, zwei Querfeldeinrennen. Die müssen wir auch noch machen. So, jetzt gucken wir mal. Der Marathon ist die endgültige Straßenszenenveranstaltung mit schmalen Stadtstraßen, einer Strecke auf der Autobahn und einer dramatischen Ziellinie auf der Spitze von La Gran Puente. Auf dieser Route kann jeder Fahrer seine Fähigkeiten testen. Ja, machen wir. Der Marathon. Das ist der Marathon, unser größtes Straßenszene-Rennen. Warte mal. Halt. Werde ich jetzt wieder in den Auslöser gesetzt? Ich hoffe. Nee, ich bin hier. Ah, da vorne ist ja der Marathon. Gut. Aber wir wollten ja den Schwierigkeitsgrad mal hochschrauben. Mal gucken. Genau. Wir können ja mal gucken, ob wir den Marathon jetzt hier mitfahren und dann holen wir danach für die anderen Straßenrennen wieder ein neues Auto. Mit einem neuen Wheelspin. So. Da sind wir wieder. Schwierigkeitsgrad-Einstellungen. Sehr erfahren. Experte, Profi. Was haben wir? Ach komm, sind wir einfach mal mutig. Wir können ja neu starten. Speichern und fortfahren. Wir sind jetzt mal ganz mutig. Gehen direkt mal auf Experte hoch. Gucken wir mal, ob es noch entspannt bleibt.
So, ich muss mal gerade vorbei, ja? Dankeschön, Dankeschön. Oh, Heilige. Das Spiel hat gerade so ein paar Problemchen, habe ich das Gefühl. Okay, wir gewinnen trotzdem recht gut Abstand. Aber nur das Tuning zahlt sich doch nicht so megamäßig aus, oder? Okay. Oh shit. Ich habe zu leicht gebremst. Gelenkt. Scheiße, schon wieder diese Kurve. Aber ich muss sagen, das klappt ja bisher ganz gut. Ja, da hängen wir weiterhin, aber noch relativ dicht hinten dran. Na, ah, scheiße. Hat leider nicht ganz gereicht mit dem Wegrutschen. Na, nein. Schon wieder die Sache. So, jetzt. Ja, stimmt, das war ja. Stand ja in der Beschreibung. Durch die Stadt. Das kam dann Highway, ne? Kam und dann noch irgendwas anderes. Marathon halt. Ich finde auch die, ehrlich gesagt, die Musik, die passt irgendwie ziemlich gut. Es war nicht so viel dabei, was ich jetzt kenne, ehrlich gesagt. Außer halt Interpreten. Also sprich, ne, ich kenne die Interpreten, aber die Lieder nicht, aber irgendwie hat das A was Nostalgisches und B passt das irgendwie gut zum Fahren. Ja. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Oh, oh ne. Jetzt habe ich mich von den Lichtern da ablenken lassen. Ich dachte, da kommen Autos. Die machen ja wirklich ein bisschen fertig, ne? Sich aber weiterhin gut, der Wagen. Und wir gewinnen immer mehr Abstand. Ich hätte nur ehrlich gesagt gedacht, bei den Schwierigkeitseinstellungen, wenn wir zurückspulen, rausnehmen, gibt es einen Bonus. Weil das macht ja schon verdammt viel aus, muss man sagen. Ach du Kacke, 36% haben wir erst. So, immer wieder mal schön auf die Minimap blupschen. Hätte ich gar nicht so bremsen müssen, glaube ich. Sind das die... Ja, das sind die Festivallichter. Ah, nice. Ja, schön vom Gas runter hat schon... Oh, gereicht. Gott sei Dank hat er so gute Bremsen. Bisschen für die Fans hupen. So.
50% haben wir. Hey, das kann ja was geben. Ich will nicht wissen, wie lange das dauern würde, hätten wir jetzt nicht so einen getuten. Kommen wir auf die richtige Seite. Fahren wir sowieso enger da oben. Ah, guck mal, jetzt haben wir die 300. Ah, der geht schon noch ordentlich nach oben. Also da geht noch was. Ich schätze mal 360. Könnte der sogar noch machen mit genug Zeit. Ich brauche gar nicht zu bremsen. Was mache ich? Hier muss ich bremsen. Zumindest ein bisschen. Ich frage mich, was die anderen für Top-Speeds haben. Ob das auch so krass ist bei denen? Oh shit. Wenn nicht, war das zu früher Bremsen ja natürlich nicht so schlimm. Aber ganz ehrlich, also Experte, da kann man sogar noch weiter hochgehen. Immer noch relativ entspannt. Die hängen nicht direkt neben mir. Okay, 76%. Weit ist es nicht mehr. Boah, wir sind schon 7 Minuten am Fahren. Heilige. Das wird ja auch eine pure Einrennfolge, habe ich das Gefühl. Aber es ist ein echt geiles Rennen, muss ich sagen. Macht Bock. Muss mal gucken, wie ich das mache. Ich bin nämlich gerade am überlegen, auch wegen eigenen Strecken und sowas bauen. Vielleicht machen wir ein, zwei Folgen im Let's Play noch mit Multiplayer. Aber ich glaube, ich würde den Multiplayer sogar dann im Stream machen. Da kann man vielleicht noch den einen oder anderen suchen, der da auch Forza zockt und Bock drauf hat. Muss ich mal gucken. Ah, nicht so viel. Wobei, gibt ja auch wieder Punkte. Halt ich mal kurz durch. Mist, das hat mich gerade voll abgelenkt. Versteckspielfahrt. Das für wohl für Punkte sind. Ah, guck mal, die lassen sich nicht mehr so krass abziehen. Oder abhängen, wollte ich eigentlich sagen. Da vorne ist das Ziel. Wir haben es geschafft. Und wir fahren mit über 300 durch. Mitten im schönen Bild. Sauber. 9 Minuten 2, heilige. Und das waren nur 29 Kilometer, das andere war 54. Oh. 8 Sekunden. Nicht schlecht, aber gut, das Rennen war auch deutlich länger, muss man dazu sagen. Du schaffst es. Du gehörst zu den besten Fahrern der Horizon-Straßenszene. Schön.
Boah, das hat ordentlich XP gegeben. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gucken uns jetzt ein Auto an für ein Hot Rod. Wenn das geht, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich will nur keinen fertigen Hot Rod kaufen. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen am besten... Oder sollen wir lieber noch schnell ein Offroad fahren? Ich meine, wir sind direkt da. Komm, machen wir noch schnell ein Offroad. Dann machen wir beim nächsten Mal ein Hot Rod. Ich würde so gerne von der Brücke hier springen mit dem Auto. Wo muss ich denn lang? Hinter mir, ne? Hinter mir. Bei nächster Gelegenheit. Wieso ist eigentlich das Navi da nicht an? Ist doch ein Navi, oder? Müsste ein Navi darin sein. Wieso ist das nicht an? Das fände ich noch cool. Da waren die 400 Meter schon rum. Das war ein ziemlich tolles Ende des Marathons. Gruß an alle Teilnehmer und an den Superstar, der gewonnen hat. Aber da wir jetzt wissen, wer am besten ist, können wir vielleicht das Nachtleben erkunden und nicht immer nur vor unseren Autos herumstehen? Komm schon, diese Stadt hat Musik und Theater und Kunstgalerien und Comida. Bleibt dran bei XS, ich zeig's euch. In 100 Metern hast du dein Ziel erreicht. So, Las Granjas. Solo. Ja. Und wir nehmen. Ich kann mir überlegen. Hätte ich schon Bock drauf, ehrlich gesagt. Wäre aber jetzt sehr entschleunigend. Sollen wir. Komm, wir probieren einfach mal. Ich hab da jetzt Bock drauf. Schöner Wagen. Aber sieht mal halt aus, als wäre er höher gelegt. Irgendwie. Puh, fahren wir erstmal so. Wir haben ja auf Experte schon. Oh, geil. Ist bestimmt eine ganze Bank drin, oder? Ja. Aber, das habe ich mir schon gedacht, ist natürlich nicht der schnellste für die Rennen. Müssen wir jetzt mal beobachten. Ah, der schaukelt so schön. Prozent. Müssen jetzt mal dranbleiben. Wir können halt wirklich in den Kurven hier was rausholen, aber ist halt die Frage, ob wir genug Kurven haben, um uns die Führungsposition zu schnappen. Oh shit. Wenn es nicht reicht, dann müssen wir uns einen anderen Wagen schnappen. Aber schon ordentliches Tempo. Nee, das hat mich zu viel ausgebremst, verdammt. Hier darf ich nicht so stark schneiden. Und noch einmal. Jo. Halt die leider wieder zu stark. Aber das können wir schön mit einem kleinen Drift ausbessern. Prozent. Drei sind noch vor uns. Ja, langsam kommen wir näher.
Den Windschatten noch mitnehmen. Die nächste Kurve könnte uns ein paar Positionen nach vorne bringen. Und natürlich hier das Quälchen. Wunderbar, wir brauchen nicht mal bis zur Kurve. Hier, da ist es nur noch die hinter uns halten. Gerade. Na. Voll zerrissen. Oh Gott. Erster. Ja. Klappt wunderbar auf dem Schwierigkeitsgrad. Zwei Minuten 55. Na gut. 2 Sekunden schon haben wir noch Vorsprung gehabt. So, da stehen wir wieder. Und ja, wir hatten hier unten noch ein zweites Rennen, glaube ich, irgendwo. Da oben war es. Und das würde ich dann auch in der nächsten Folge noch schnell abschließen. Ja. Und dann mal gucken, ob hier noch irgendwo welche versteckt sind. Genau. Na gut, ich fahre da jetzt mal schnell hoch. Dann können wir da nämlich in der nächsten Folge direkt starten. Jetzt machen wir erstmal allerdings einen kleinen Cut, denn wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge zurück. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.